Liebe Studierende, hier eine Diskussion zur Energieerhaltung in einem Enteilchensystem. Hier ein allgemeines Enteilchensystem. Hier haben wir also N-Teilchen von verschiedenen Massen, M1 bis Mn. Ich habe irgendein Koordinatensystem gewählt. Man kann jedem Massenpunkt einen Ortsvektor zuordnen. Zum Beispiel, das ist der Ortsvektor Ri des ithen Massenpunktes. Auf die verschiedenen Teilchen wirken externe und interne Kräfte. Das zum Beispiel, konkreter Fall wäre die externe Kraft auf dem Massenpunkt 1. Es gibt vielleicht eine externe Kraft, die auf diesen Massenpunkt wirkt, und eine interne Kraft auf diesem Massenpunkt, die zum Beispiel entsteht aufgrund aller anderen Teilchen, aufgrund von internen Wechselwirkungen. Und jetzt möchte ich zeigen, dass die totale mechanische Energie eines solchen Systems im Falle eben von konservativen Kraftfeldern zeitlich konstant ist. Also wir nehmen an, konservative Kraftfelder. Oder es gibt nur konservative Kräfte. Und dazu schauen wir uns an, wie kann ich für so ein Enteilchensystem die Kräfte formulieren als Gradienten von potenziellen Energien. Dazu schaue ich mir zuerst die internen Wechselwirkungen an. Und ich muss mir jetzt überlegen, wie kann ich die interne Kraft auf den ithen Massenpunkt hinschreiben. Also Kraft auf Massenpunkt I aufgrund der anderen Teilchen. Weil die anderen Teilchen eventuell Kräfte ausüben. Und das kann ich nun schreiben als negativer Gradient relativ zum ithen Teilchen. Ich werde gleich erklären, was das bedeutet. Einer Funktion U intern, die beschreibt die potenzielle Energie des Enteilchensystems aufgrund der rein internen Wechselwirkungen. Und diese potenzielle Energie wird davon abhängen, wo sich die einzelnen Teilchen befinden. Die kann also abhängen vom Ortsvektor des ersten Teilchens, vom zweiten, vom Ortsvektor des ithen Teilchens natürlich, bis zum Ortsvektor des n-ten Teilchens. Von all diesen kann die abhängen. Das ist also die potenzielle Energie der internen Wechselwirkungen. Wie gesagt, die hängt natürlich ab, zum Beispiel vom relativen Abstand dieser Teilchen. Deswegen hängt es davon ab, wo sich die Teilchen gerade befinden. Wenn zwei Teilchen nahe beieinander sind, dann wird es eine andere potenzielle Energie geben, als wenn zwei Teilchen weit entfernt sind. Was bedeutet dieses Symbol hier, Gradient I? Das soll einfach andeuten, das ist sind die Ableitungen, ein Vektor, der sich ergibt aus den Ableitungen nach den Koordinaten des ithen Massenpunktes. Das heißt also, die x-Komponente dieses Vektors ist die partielle Ableitung nach der x-Koordinate des ithen Massenpunktes. Dasselbe gilt für die y-Koordinate und für die z-Koordinate. Das ist also die Bedeutung dieses Operators. Wie schaut es aus bei den externen Kräften? Da kann ich eine ähnliche Überlegung anstellen. Die externe Kraft auf den ithen Massenpunkt kann ich schreiben, weil wir eben nur konservative Kräfte behandeln, als negativer Gradient, wiederum Gradient bezüglich des ithen Massenpunktes, einer Funktion u extern, welche nun beschreibt die potenzielle Energie aufgrund externer Wechselwirkungen. Und die hängt im Allgemeinen auch vom Ort ab, wo sich gerade die Teilchen befinden. Also potenzielle Energie aufgrund externer Wechselwirkungen. WW steht für Wechselwirkungen. Zum Beispiel könnte die Funktion so ausschauen: in einem homogenen Gravitationsfeld und in einer Höhe z nahe der Erdoberfläche
Die Teilchen befinden sich alle auf Höhen z1 bis zn, würde die Funktion nun so ausschauen, zum Beispiel u extern könnte sein m mal g mal h. Für ein Teilchen haben wir gelernt, was ist zum Beispiel die Höhe des ersten Teilchens? Die wäre z1, wenn wir also das so wählen, das wäre die Höhe z über der Erdoberfläche, das wäre die Erdoberfläche. Und das erste Teilchen befindet sich hier, das wäre also z1, ein anderes Teilchen befindet sich hier und so weiter. Und die totale potenzielle Energie dieses Systems ergibt sich einfach als die Summe der einzelnen potenziellen Energien. Das wäre also plus z2 plus und so weiter bis zn. Und jetzt sehen wir, wenn wir die Kraft aufgrund eben der Gravitationskraft auf das i-te Teilchen berechnen wollen, dann würde das bedeuten, f extern i, das i-te Teilchen wäre also nach dieser Definition minus, und nun hängt das nur von z ab, das heißt, diese Ableitung werden alle 0 ergeben, dann gibt es nur mehr eine Komponente minus d nach dzi von u extern, und die Richtung ist gegeben durch den Einheitsvektor in z-Richtung, das ist der Ableitung nach dzi mal Einheitsvektor in z-Richtung, wenn ich das als Linearkombination hinschreibe, anstatt in dieser Spaltennotation, das habe ich hier umgesetzt. Und wenn Sie das jetzt sich anschauen, die Ableitung nach der i-ten z-Komponente holt genau die i-te Komponente raus, das wäre, alle anderen Summenterme verschwinden, zum Beispiel die Ableitung nach der i-ten z-Komponente von diesem ersten Term, mg z1 ist einfach 0 und so weiter. Das ist für alle 0 bis auf den i-ten Term. Der i-te Term lautet ja sowas wie, da steht zi, das abgeleitet gibt dann nur mehr mg. Und das bedeutet, es gibt minus mi ez. Jetzt habe ich einen Spezialfall hier angenommen. Hier habe ich m rausgeholt. Das würde bedeuten, Spezialfall m ist dasselbe für alle i. Das ist ein Spezialfall. Sonst würde man einfach reinschreiben. Aber es ist genau die Kraft, die wir uns erwarten würden, als Gravitationskraft auf den i-ten-Massenpunkt. Das ergibt sich als Ableitung nach der i-ten-Koordinate dieses Potentialterms. Wie gesagt, wenn die Massen verschieden sind, dann ist es einfach m1g z1 plus m2g z2 und so weiter. So, nun können wir hinschreiben, was ist die totale Energie des Systems? Das ist die Summe aller kinetischen Energien, also i gleich 1 bis n, 1/2 mi vi Quadrat plus die potenzielle Energie aufgrund der internen Wechselwirkungen plus die potenzielle Energie aufgrund der externen Wechselwirkungen. Und wir fragen uns nun, was ist die zeitliche Ableitung der totalen Energie? Das ist die Frage, die wir hier beantworten wollen. Dazu einige Beobachtungen. Wir müssen diese Terme ableiten, dabei müssen wir also die Geschwindigkeit nach der Zeit ableiten. Die Massen nehmen wir als zeitlich konstant an und dann müssen wir diese Terme, die potenziellen Energieterme, zeitlich ableiten. Was ist die zeitliche Ableitung von Vi Vektor zum Quadrat? Das kann ich schreiben über die Produktregel. Das gilt auch für Vektoren. Das ist 2 Vi, äußere Ableitung, mal innere Ableitung. Und weil ich hier Vektoren involviert habe, muss ich daran denken, dass die innere Ableitung ein Skalarprodukt ist. Also, zeitliche Ableitung von Vi Quadrat ist 2 mal nach vorne gehoben, Vi, äußere Ableitung mal innere Ableitung, Vi nach dt. Und das Skalarprodukt kann ich auch umtauschen, das kann ich auch schreiben als 2 dVi nach dt mal Vi, das ist einfach umgedreht. Damit haben wir schon gesehen, wie ich hier die Ableitung nach der Zeit umschreiben kann. Wie sieht es aus für die zeitliche Ableitung der potenziellen Energie aufgrund der internen Wechselwirkungen? Um das einfach zu verstehen, schauen wir uns zuerst in einer Dimension an und ein Teilchen. Das würde bedeuten, die Frage ist d nach dt von u von x
x1. Die Funktion hängt nur von diesem einen Teilchen ab und es gibt nur eine x-Koordinate. Wie kann ich so eine Ableitung schreiben? Das kann ich auch schreiben als du nach dx1 mal dx1 nach dt. Das ist einfach eine Umschreibung der zeitlichen Ableitung. Ich kann zuerst nach dem Ort ableiten, dann mal die Ableitung des Ortes nach der Zeit. Das ergibt wieder die Ableitung nach der Zeit dieser Funktion u von x1. Und das ist aber gerade du nach dx1 mal v1. Das ist ja gerade die Geschwindigkeit des Teilchens 1. Nun, wie sieht es aus, wenn wir n-Teilchen haben? Bleiben wir noch in einer Dimension. Das heißt, wir haben eine Funktion u, die hängt jetzt ab von der x-Koordinate des ersten Teilchens, des zweiten Teilchens und so weiter, bis zum n-Teilchen. Dann kann ich das so schreiben, die zeitliche Ableitung dieser Funktion kann ich über denselben Trick schreiben, nur hängt die Funktion jetzt von x1, x2 und so weiter ab. Das heißt, ich muss das schreiben als zuerst partielle Ableitung der Funktion u nach dx1 mal dx1 nach dt. In diesem Fall muss ich eigentlich keine partielle Ableitung hinschreiben, x1 hängt ja nicht von anderen Variablen ab. Aber das ist jetzt nur die Änderung von u in Richtung x1. Ich muss auch noch berücksichtigen, dass ich eventuell u auch in x2 Richtung x2 geändert haben kann bei einer zeitlichen Verschiebung. Das heißt, ich muss auch schreiben, die partielle Ableitung von u nach dx2 mal dx2 nach dt plus und so weiter bis du nach dxn dxn nach dt. Das ist also jetzt die Summe der partiellen Ableitung mal die jeweilige Geschwindigkeit. Wie sieht es aus bei n-Teilchen in drei Dimensionen? In diesem Fall habe ich eine Funktion, die hängt ab von x1, y1, z1. Das wäre sozusagen der Vektor r1. Aber die hängt auch ab von x2, y2, z2 und so weiter. Die hängt also von dreimal mehr Koordinaten ab. Und jetzt, wenn ich mir überlege, wie das aussieht, wie sieht die zeitliche Änderung hier aus, mache ich genau dieselbe Überlegung. Jetzt schreibe ich einfach jeweils partielle Ableitung nach der Iten-Ortskoordinate mal diese Ortskoordinate nach der Zeit. Und es ergibt sich wieder eine lange Summe. Das wäre dann sowas wie du dx1, dx1 nach dt plus du nach dy1, dy1 nach dt dt plus du z1 dz1 nach dt plus, dann kommt die zweite, das zweite Teilchen du nach dx2 dx2 nach dt und so weiter, bis wir alle n durchgerechnet haben. Was hier aber steht, wenn man sich das anschaut, du nach dx1 dx1 nach dt und so weiter, das ist nichts anderes hier, das ist gerade das Skalarprodukt vom Gradient von u nach dem ersten Teilchen, Ableitung nach den Ortskoordinaten des ersten Teilchen, Skalarprodukt mit dr1 nach dt. dr1 nach dt ist dx1 nach dt, das wäre die x-Komponente, dy1 nach dt ist die z-Komponente und dz1 nach dt ist die z-Komponente. Das ist also dr1 nach dt, oder das ist gerade der Gradient nach den Ortskoordinaten des ersten Teilchens mal die Geschwindigkeit des ersten Teilchens. Und genau dasselbe ergibt sich für alle anderen Teilchen. Daraus folgt also, ich kann die zeitliche Ableitung nach der Zeit einer solchen Funktion kann ich schreiben als Summe von i gleich 1 bis n von solchen Termen. Von also vom Gradient nach dem i-ten Teilchen dieser Funktion u mal Vi. Und jetzt können wir das aber noch umschreiben. Der Gradient, das ist aber gerade minus die Kraft auf das i-Teilchen. Das kann ich also auch schreiben als Summe i gleich 1 bis n
von minus Fi mal Vi. Die Änderung der potenziellen Energie nach der Zeit kann ich also schreiben als Summe von diesen Ausdrücken. Das ist eine Form von Leistung. Und diese gesamte Diskussion gilt sowohl für ein Potenzial aufgrund der externen Kräfte als aufgrund der internen Kräfte. Hier habe ich irgendeine allgemeine Funktion U genommen. Das heißt, ich kann das für beide Fälle machen. Also, wenn ich das alles für die interne potenzielle Energie gemacht hätte, dann gilt das analog für die externe. Und damit kann ich jetzt all das einsetzen in meine Frage, was ist dE tot nach dt? Dann kommt dieser erste Term. Ich kriege also eine Summe I gleich 1 bis n. Jetzt, da haben wir gesehen, wenn ich das ableite, muss ich ja nach der Geschwindigkeit zum Quadrat ableiten. Es gibt ein 2, das kürze ich mit diesem halben weg und es bleibt übrig mi dvi nach dt mal vi. Das wäre die Zeitableitung von der Summe der kinetischen Terme plus die Zeitableitung nach u intern und u extern. Gibt genau solche Ausdrücke, dieselbe Summe, das heißt, ich kann hier weiterschreiben, minus f intern i, das wäre für die internen Wechselwirkungen, mal vi, minus f extern i mal vi. Dieser Term ergibt sich, wenn ich das externe Potenzial ableite. Hier fehlen noch die Vektorzeichen. Und jetzt sehen wir aber noch Folgendes. Hier steht etwas, was wir vom zweiten Newtonschen Axiom kennen. Die gesamte Masse mal Beschleunigung des i-ten Teilchens ist gegeben nach Newton als Summe aller Kräfte. Die Summe aller Kräfte, die auf dieses Teilchen wirken und damit zur Masse mal diese Beschleunigung führen, ist einfach gegeben durch f intern i plus f extern i. Das ist die Summe aller Kräfte, die auf das i-te Teilchen wirken. Und nun haben wir im heute Newton'sche Axiom verwendet. Hier haben wir die Ableitungen der Potentialfunktionen nach der Zeit verwendet und verwendet, dass der Gradient einer Potentialfunktion gleich das Negative der relevanten Wechselwirkung ist, der relevanten Kraft ist. Und wenn Sie sich das jetzt anschauen, sehen Sie, dass sich alle Terme wegheben. Das sind positive Terme, die heben sich mit diesen negativen Termen weg. Und daraus sehen wir die zeitliche Ableitung der totalen Energie ist null. Oder die totale Energie eines solchen Systems ist konstant. In einem solchen System, wo nur konservative interne sowie externe Wechselwirkungen auftreten.